Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer und Fans unserer Vorlesungsreihe der Technischen Universität München, der sogenannten Covid-19 Lectures, einen schönen guten Tag oder guten Abend oder wann auch immer Sie uns zuhören. Wir sind Ihnen ja noch eine Vorlesung schuldig. Das war leider krankheitsbedingt nicht möglich, aber jetzt finden Sie auch diese Vorlesung im YouTube-Kanal unserer Universität. Und ich freue mich, dass Sie uns heute zuhören. Ein ganz wichtiges Thema behandelt diese heutige Sitzung, nämlich es geht um die Infektionsprävention. Welche Strategien werden hier lokal angewendet, welche national? Und dazu gibt es zwei ganz klasse Expertinnen. Einmal die Frau Professor Clarissa Praceres da Costa und zum Zweiten die Frau Dr. Nina Wantia. Beide sind Spezialistinnen auf diesem Gebiet, also Hygiene-Spezialistinnen und gehören auch unserer Stabsstelle für Hygiene an, die von Herrn Dr. Gebhardt geleitet wird, der aber heute jetzt nicht vorträgt, sondern eben die beiden Expertinnen. Und sie sind vom Institut für Mikrobiologie hier an der TU München, dessen Chefprofessor Busch ist. Ja, wir wollen gleich zur Sache kommen und unsere beiden Expertinnen hören zur Infektionsprävention, welche lokale und nationale Strategien es gibt. Und ich glaube, du, liebe Clarissa, fängst an. Prima. Ja, vielen Dank. Ich gebe mal gleich meinen Bildschirm frei und ich hoffe auch, dass man ihn jetzt auch sehen kann. Wunderbar, wir sehen es. Sehr schön, das freut mich. Ja, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, liebe Marion, vielen Dank für deine freundliche Einführung und auch hier auch in meinem Namen nochmal möchte ich auch nochmal den Dr. Friedemann Gebhardt erwähnen, unseren Stabsstellenleiter der Hygiene und mich auch noch mal kurz entschuldigen dafür, dass wir jetzt erst aufzeichnen können, aber wie Sie sehen werden, die Prävention, die hört ja nicht auf und die wird auch nicht aufhören. Es wird auch andere Pandemien geben. Wir haben viel gelernt und als dieser Titel, also dieses Thema Infektionsprävention an uns herangetragen wurde, vor einigen Monaten haben die Frau Dr. Wanzia und ich uns so ein bisschen überlegt, dass es doch eigentlich auch interessant ist, nochmal kurz in die Vergangenheit zu blicken. Denn ich meine, Sie wissen alle, aus der Vergangenheit kann man ja auch durchaus Lektionen lernen und auch weiter bewahren. Und wir haben deswegen unseren Vortrag ein bisschen aufgeteilt. Also wir werden kurz einen historischen Ausflug in die Mutter aller Pandemien, die Influenza-Pandemie, die jetzt in den letzten 2 Jahren natürlich auch immer wieder auch ja, besprochen wurde, übergehen und auch vergleichen im Sinne der Prävention. Was ist damals passiert? Was ist in der näheren Vergangenheit passiert? Man denke an die erste SARS-CoV-Infektionswelle, die ja keine Pandemie wurde, die Schweinegrippe bis hin zur jetzigen Covid-19-Pandemie, vor allem welche Rolle dabei auch zum Beispiel dieses Contact Tracing und Cluster Tracing, das auch nochmal ein bisschen zu erklären hat. Und dann werden wir, und das wird vor allem die Frau Dr. Wanzia machen, einfach auch nochmal ein bisschen Einblick geben, wie denn jetzt de facto Prävention hier am Beispiel von Covid-19 tatsächlich hier am Krankenhaus und im Deutschen Herzzentrum, also Klinikum Rechts der Isar und Deutschem Herzzentrum, abgelaufen ist. Fangen wir mit der Mutter aller Pandemien an, mit der Influenza-Pandemie. Und diese begann im Frühjahr 1918 und das sehen Sie hier in Lila. Und was Sie auch sehen, ist, dass das eigentlich sich schon damals sehr, sehr schnell innerhalb von kürzester Zeit, also ein paar Monaten nur, schon weltweit verbreitet hatte. Auch bei der Influenza-Pandemie gab es dann eine zweite Welle, das war dann die Winterwelle, wo es dann zur Ausbreitung auf dem afrikanischen Kontinent, in Südostasien und auch bis nach Australien dann auch kam. Und was tatsächlich immer noch nicht hundertprozentig geklärt ist, woher die spanische Grippe kommt. Sie kommt auf jeden Fall nicht aus Spanien, das sehen Sie auch an diesem Bild.
Die spanische Presse war nur die erste, die berichtet hatte, noch während des Weltkrieges, sondern es gibt Inzidenzen da, also dafür, Verdacht dafür, dass die Grippe tatsächlich in den USA zumindest ihren Ausgangspunkt genommen hat. Genau, das ist derzeit die Diskussionslage. Und jetzt, wenn man sich überlegt, wie kam es denn eigentlich damals zu dieser massiven Ausbreitung zum einen und natürlich auch zu dieser doch auch hohen Mortalität, wir gehen da gleich nochmal ein bisschen drauf ein, ist, dass damals zum Zweiten Weltkrieg, Ende des Zweiten Weltkrieges, natürlich es eine massive Truppenbewegung weltweit gab, von Amerika nach Europa und zurück und in die asiatischen, nach Indien zum Beispiel vor allem. Dann wichtige Rolle hat auch gespielt, deswegen die spanische Presse hat zuerst berichtet, eigentlich dass die Regierungen sich dem erstmal gar nicht wirklich annehmen wollten. Also der damalige US-Präsident Woodrow Wilson hat das überhaupt nicht priorisiert, denn alles, was zusätzlich negative berichtet wurde, war eigentlich, hat nicht wirklich die Moral eigentlich der Kampftruppen gestärkt. Also wurde das erstmal einfach erstmal ausgeklammert. Und dann natürlich, es war Weltkrieg, viele Schwestern, Pfleger, Ärzte waren natürlich nicht verfügbar. Also das Gesundheitssystem war einfach nicht gerüstet. Dann kam dazu, wie wir es jetzt auch schon kennen, dass die erste Welle, nach der ersten Welle eine doch deutlich tödlichere Variante selektiert wurde, die sich dann in der zweiten Welle ausgebreitet hat mit einer sehr hohen Mortalitätsrate. Und ja, wir sind ja Mikrobiologen, dazu kam, dass es unglaublich viele Fälle auch von einer sogenannten Superinfektion gab, und zwar mit Bakterien, eine bakterielle Superinfektion auf diese Influenza. Es war nicht nur zwei Wellen, es gab auch noch eine dritte Welle, die dann im Frühjahr 1919 stattfand. Die war dann ein wenig weniger stark ausgeprägt. Und das Ende der spanischen Grippe wird eigentlich mit dem Jahr 1920 erreicht. Und es ist eindrucksvoll, wenn man jetzt mal sieht, diese zweite Welle, Sie sehen hier auf der unteren Achse die Jahreszahlen und oben auf der Y-Achse die Lebenserwartung. Kein anderer Umstand hat eigentlich eine so drastische Reduktion der Lebenserwartung verursacht wie diese zweite Welle. Also selbst nicht der erste und der zweite Weltkrieg, also das ist schon sehr dramatisch gewesen damals. Schauen wir uns das mal in Zahlen und vergleicht es mit den schlimmsten anderen Pandemien weltweit, dann sieht man schwarzer Tod, also die Pest. 25 bis 50 Millionen, da gibt es einen Graubereich, den man gar nicht wirklich nachvollziehen kann. Dasselbe gilt im Prinzip auch für die spanische Grippe, wo bis zu 50 Millionen Menschen wahrscheinlich verstorben sind. HIV, das ist ja eine immer noch währende Epidemie mit 35 Millionen, aber gesicherten Fällen. Und dann haben wir, es gibt noch die antoninische Pest mit 5 Millionen Menschen und in demselben Bereich liegen wir bei SARS-CoV-2. Das sind jetzt die neuesten Zahlen von heute von der Johns Hopkins Seite mit 4,6 Millionen Menschen. Aber auch hier, und das haben Sie vielleicht auch schon gehört, diskutiert man schon auch einen Graubereich und eine Dunkelziffer, die über 10 Millionen Menschen beträgt. Jetzt wollen wir mal so ein bisschen vergleichen, die Mortalität, spanische Grippe, SARS-CoV-2 in Bezug auf die Population. Und da fällt auf, dass damals die spanische Grippe, dieses Influenza-Virus, etwas verursacht hat, was ungewöhnlich war. Nämlich 95% aller Todesfälle waren bei Menschen unter 65 und es gab insbesondere diesen Peak hier zwischen 25- und 35-Jährigen, die hier auffallend häufig verstorben sind. Anders, also ganz abgesehen davon, hier in gestrichelt sieht man so die Linie der normalen Influenza, der Sterblichkeit, die vor allem bei kleinen Kindern sehr hoch ist und bei sehr alten Menschen. Das hat man damals auch gesehen, aber es gab eben diese zusätzliche Gruppe an Verstorbenen.
Sie alle wissen, das ist bei Covid-19 ganz anders. 80% aller Todesfälle haben wir bei Menschen über 65 Jahren. Wie hat man damals Prävention gemacht? Das war ja eine absolut tödliche Pandemie. Man hat auch damals schon ganz klassisch Personal Protective Equipment, PPE, wie es ja immer so schön heißt, gemacht. Man hat Masken getragen, wie Sie hier sehen. Man hat auch, also die Masken haben auch lustige Formen angenommen. Abstandshalter kennt man noch so von der Pest, die Pestmasken. Natürlich Kittel tragen. Man hat auch tatsächlich damals schon so Technologien weiterentwickelt, wie zum Beispiel Luftfiltermaschinen entwickelt. Aber es gab natürlich auch sehr viel Kurioses, was sich dann verbreitet hat, also Kräutersäckchen tragen etc. Wichtige soziale Maßnahmen im Public Health Bereich, also man hat damals zum Beispiel auch große Ansammlungen verboten, auch im privaten Bereich. Wenn Sie sehen hier so ein Bild, dann hat man sogar die Gerichtsbarkeit nach außen verlegt. Also man hat Gerichte außen vor dem Gerichtsgebäude abgehalten, hat Schulen, Theater geschlossen, man hat auch Grenzen geschlossen. Und eine ganz wichtige Rolle damals hat natürlich, so auch wie heute, die Informationen, die Verteilung der Informationen gespielt, also in Printform, Poster, Briefe, aber eben auch das Radio zur damaligen Zeit, ganz, ganz essentiell. Da gibt es ein ganz klassisches Beispiel, wie wichtig das Radio war in den südpazifischen Inseln Samoa, amerikanisch Samoa, war von einem Gouverneur regiert, der hatte ein Radio, der hat davon gehört, von dieser Verbreitung und hat sämtlichen Schiffsverkehr verboten. Die Partnerinsel Westsamoa, da ist das nicht passiert. Da ist fast 80% der Bevölkerung gestorben. Auf der amerikanischen Samoa-Seite ist kein einziger Mensch verstorben. Also so wichtig war einfach auch damals schon die Information der Bevölkerung und natürlich der Leute, die auch dann Maßnahmen treffen konnten. Weiteres ganz spannendes Beispiel, was jetzt auch im Rahmen dieser Corona-Pandemie immer wieder auch diskutiert wird, weil man natürlich auch die Aufarbeitung dieser Pandemie auch in den Jahren, Jahrzehnten danach noch erfolgt ist. Was Sie hier sehen, sind die Todeszahlen im Vergleich zwischen zwei amerikanischen Städten, also auch regionale Unterschiede, die getroffen wurden. Philadelphia mit sehr vielen Todesfällen, St. Louis mit weniger als der Hälfte zum Teil. Und was ist da passiert? Was hat den Unterschied gemacht? Und es ist eigentlich ganz spannend, Philadelphia hat sehr, sehr schnell reagiert. Schon sobald die ersten Todesfälle hatten, haben die zugemacht. Und zwar, das war ja noch die Zeit des Weltkrieges. Man hat Geld eingesammelt in Form von Militärparaden weltweit, also die sogenannte Liberty Loans Parade. Und diese Parade wurde sofort unterbunden, man hat verboten, man hat wirklich diese klassischen Gesundheits-Public-Health-Measures wirklich implementiert, man hat verhindert, dass Menschen zusammenkommen, hat Schulen, Theater geschlossen und so weiter und man hat vor allem ein Netzwerk aufgebaut von Freiwilligen und Sie sehen die Intervention in St. Louis, die das dann sehr, sehr früh gemacht haben, hat wunderbar funktioniert, dann hat man die kurz weggenommen, die Maßnahmen, kam es nochmal kurz zu einem Anstieg, dann war es vorbei. Philadelphia später begonnen, viel mehr und haben dann die Liberty Loans Parade tatsächlich durchgeführt, kam zu einer sehr hohen Todesfallrate. Das hat auch Anthony Fauci, Sie kennen ihn alle, das ist ja sozusagen der Christian Drosten der USA, wirklich nochmal ganz gut zusammengefasst. The primary lesson of the 1918 pandemic is that it is critical to intervene early. Also auch von diesen Gesamtmaßnahmen betrachtet der Infektionsprävention. Ja, kein Kurzvortrag, ohne auch über Vakzine zu sprechen, weil als ein ganz wichtiger Meilenstein der Infektionsprävention, Sie haben ja auch schon Vorträge über Vakzine gehört, also deswegen hier auch nur ein ganz kurzer Ausflug, was hat man damals gemacht? Damals wusste man tatsächlich, das war so die Hochzeit, die goldene Zeit der Mikrobiologie, man kannte die Bakterien, man hatte Bakterien gerade auch schon entdeckt.
Pfeiffer, das Haemophilus influenzae. Also damals dachte man auch, dass Influenza vielleicht auch durch Bakterien hervorgerufen wird. Aber das wurde damals auch schon sehr kritisch diskutiert, weil man wusste, dass Filtermaßnahmen, wenn man so Bakterien gefiltert hat, dass das, was durchgerannen ist, immer noch infektiös war. Also es muss irgendwelche ganz kleinen submikroskopischen Partikel geben, die immer noch infektiös sind, was dann später natürlich dann die Viren wurden. Dennoch, also der Konsens damals 1919 der sämtlicher Experten aus diesem Public Health Bereich war, man kannte die Ursache von dieser spanischen Grippe nicht. Dennoch hat man auch damals trotzdem auch schon Vakzine produziert. Und zwar waren das Vakzine, die bestanden aus multiplen verschiedenen Bakterienstämmen, also vor allem Pneumokokken beispielsweise. Und die wurden an viele Menschen auch verimpft. Also in den USA sind die Schätzungen, dass immerhin 1% der Population damals geimpft wurde. Kommt uns jetzt natürlich nicht viel vor, war damals aber auch für damalige Zeit wirklich ein großer Akt. Dennoch, Vakzine-Kritiker, Vakzine-Verweigerer, Kritiker gab es auch schon damals. Und tatsächlich ist dieses Thema Vaccine Hesitancy oder Vakzine-Zögerlichkeit, wie auch immer man das jetzt übersetzen möchte auf Deutsch, wirklich ein großes Thema auch bei der Weltgesundheitsorganisation, die beispielsweise 2019 10 wichtige Gefährdungen von globaler Gesundheit veröffentlicht hat. Und tatsächlich ist Vaccine Hesitancy einer dieser 10 großen Gefahren für die globale Gesundheit. Also warum gibt es überhaupt Vaccine Hesitancy? Es gibt die WHO teilt das in 3 Bereiche ein. Das sind die kontextuellen Einflüsse, die individuellen und dann die vakzinespezifischen. Also kontextuell beispielsweise denken Sie an religiöse Gruppen, individuelle Einflüsse. Denken Sie, jemand hat ein schlechtes Erlebnis gehabt bei einer Impfung oder hat sein Kind zugesehen und wie es geweint hat und es dann doch nicht machen will. Aber es gibt natürlich auch die vakzinespezifischen und das erleben wir ja auch gerade oder haben das erlebt und erleben es immer wieder. Natürlich, es kommt eine neue Impfstrategie, ein neues Impfverfahren kommt auf den Markt, mRNA-Vakzine, man kennt das nicht, man hat noch nicht Berührung damit gehabt. Das sind alles Einflüsse und es ist ganz wichtig eigentlich auch zu betonen, dass die WHO und natürlich auch viele andere Länder darauf auch reagiert. Es gibt richtige Kataloge, wie bereite ich meine Bevölkerung darauf vor, wenn ich einen sogenannten Vaccine Rollout veranstalten möchte. Also wie bereite ich die Leute darauf vor, wie nehme ich so viel wie möglich mit. Ja, das gesagt, schauen wir in die nähere Vergangenheit und vergleichen jetzt nochmal vor allem diese Themen Übertragung, die ja wichtig sind für die Prävention, Infektiosität und auch Mortalität und zwar jetzt hier ausgehend von unserer spanischen Grippe und vergleichen das beispielsweise hier auf der rechten Seite mit der Schweinegrippe 2009, auch H1N1 tatsächlich mit SARS-CoV-1 und SARS-CoV-2 hier. Und dann stellen Sie fest, dass die R0, also diese Übertragungsrate, diese Maß für Übertragung relativ vergleichbar ist. Jetzt wird das anders mit den Varianten. Bei Delta liegen wir seit neuestem, sind die neuesten Zahlen gerade auch veröffentlicht worden, bei um die 5. Die Inkubationszeiten sind bei SARS-CoV-2 relativ lang eigentlich, gerade verglichen, wenn jetzt mir mit der Influenza. Aber, und jetzt kommt das wichtige, immer wieder zu betonende Unterschied ist im Vergleich zu allen anderen, auch zu SARS-CoV-1, ist, dass die Infektiosität, das Maximum der Infektiosität noch vor der Beginn der Symptome liegt. Ganz anders jetzt beispielsweise, wenn Sie sehen hier bei SARS-CoV-1, beginnt die erst 5 bis 7 Tage danach, nach Beginn der Symptome. Also hat man noch ein bisschen Zeit zu reagieren. Ne? Das hat man jetzt hier einfach nicht.
Wie sieht es mit der Hospitalisierungsrate oder auch den Patienten auf Intensivstationen? Auch da gibt es Unterschiede. Das war bei SARS-CoV-1 deutlich höher als jetzt bei SARS-CoV-2 oder eben auch der H1N1. Und wenn man sich jetzt nochmal betrachtet, die Anteil aller Verstorbenen im Alter größer 65, Entschuldigung, jünger als 65 Jahre. Wir wissen, SARS-CoV-2 ist bei vor allem Älteren. Das ist aber anders als bei eben der spanischen, aber eben auch der Schweinegrippe, wo 80% der Verstorbenen unter 65 waren. Jetzt, wenn man sich zurückversetzt nochmal in das Jahr des Beginns sozusagen, wenn man jetzt die Wahl hätte, es gibt ja nicht nur SARS-Coronaviren, es gibt ja SARS-CoV-1 und 2, es gibt aber auch das MERS-Coronavirus. Auch hier hatten wir und haben es auch immer wieder Ausbrüche, zum Glück bis dato noch nicht pandemisch. Und vergleicht jetzt einfach mal die Ansteckungskapazität, also die sogenannte, das nennt man die Secondary Attack Rate, hier auf Haushalte bezogen, also auf enge Kontakte bezogen, dann sieht man, dass die bei SARS-CoV-2 zwar sehr hoch ist und bei MERS relativ klein, also wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt hier andere angesteckt werden, liegt deutlich höher. Aber wenn man jetzt im Gegensatz dazu jetzt mal betrachtet, die sogenannte Case Fatality Rate, also wenn ich infiziert bin, wie groß ist das Risiko zu versterben, da sieht man ein ganz anderes Bild und da sieht man, dass das bei MERS bei 34% liegt, wohingegen bei SARS-CoV-2 bei um die 2%, das ist unterschiedlich, regional unterschiedlich und bei SARS-CoV-1 irgendwo in der Mitte, aber deutlich unter MERS. Ja, und keine Infektionsprävention ohne auch dieses klassische Contact Tracing. Und das einfach nochmal kurz erklärt, weil es einfach ein wichtiges Thema bei uns ist. Klassisches Contact Tracing besteht aus Testen, also positiver Test löst aus. Das sogenannte Tracing, die Kontaktermittlung, die meist vorwärts ist. Also das heißt, man schaut einfach nur, wen könnte dieser Patient angesteckt haben. Dann schaut er 48 Stunden, Sie erinnern sich an die Infektiosität, die ja schon davor vor Symptombeginn da ist und schaut 48 Stunden zurück und identifiziert dann die Leute und man isoliert diese Kontakte, gibt die in die Quarantäne. Und es gibt jetzt drei Faktoren, die ganz entscheidend irgendwie die Effizienz hier beeinflussen. Angenommen, wir haben einen sehr guten Test, der auch verlässlich ist, dann ist das erstmal die Schnelligkeit, dann wie weit ich zurückverfolge, 48 Stunden oder sogar noch länger, 2 Wochen, da kommen wir gleich dazu, warum das nötig sein könnte, oder wie weit ich zurückverfolge. Und es gibt leider, und so ist es nun mal in der Realität, auch die Tatsache, dass das Contact Tracing einfach immer wieder nicht funktioniert. Und warum ist das eigentlich so? Also erstmal natürlich diese einzelnen verschiedenen Schritte, da kann es schon, der Test kann falsch negativ oder falsch positiv sein. Sie erreichen beim Tracing die Personen nicht, die Personen machen vielleicht falsche Angaben. Bei der Isolation klappt die Quarantäne nicht. Es gibt Leute, die können sich gar nicht quarantänisieren, weil sie so eng aufeinander wohnen. Also sprich, und es gibt tatsächlich eine sehr gute Studie aus England dazu, die das mal so systematisch analysiert hat und die gefunden haben, dass tatsächlich nur 50% aller Kontakte wirklich erreicht haben bei diesem Tracing-Verfahren und tatsächlich auch von denen, die sie dann erreicht haben, nur 39% wirklich in eine anständige Quarantäne dann, also die lang genug, die richtig durchgeführt war, gegangen sind. Also sprich, auch das, es ist nicht immer so alles in der Realität, so wie es im Lehrbuch steht. Dann, ich hatte ja schon immer ganz am Anfang schon betont, wie wichtig eigentlich die Kommunikation ist und die Frau Wanzia wird auch darauf nochmal eingehen, wie wichtig die Kommunikation ist, auch im Krankenhaus-Setting. Woran kann es da scheitern? Der Klassiker, die Faxe, Telefone, das sind natürlich langsam arbeitende Kommunikationsgeräte. Dann haben wir immer die Ineffizienz auch neuerer Applikationen wie den Apps,
was natürlich dazu führt, dass die Menschen dem gar nicht mehr so sehr vertrauen, also ein Verlust von Vertrauen und ganz allgemein besprochen auch ein Verlust der Kohärenz, der sozialen Kohärenz in großen urbanen Settings, also die Menschen, die zwar viele Menschen leben auf engem Raum, aber haben eigentlich überhaupt keinen Kontakt mehr untereinander. Dennoch, es gibt auch eine gute Message, nicht alles ist nur schlecht. Es gibt auch eine ganz kürzlich erschienene tolle Publikation, die mal analysiert haben, wie zum Beispiel eine App in UK gelaufen ist, die NHS-App dort. Man hat das mal richtig systematisch auch analysiert und tatsächlich gefunden, dass wenn 1% mehr der Bevölkerung mehr diese Corona-Warn-App dann auch tatsächlich mit benutzen, die auch sehr viel Information, by the way, hinterlegt hat, kann es zu einer Reduktion von Fällen, also in der Modellierung von 0,8, aber tatsächlich zu 2,3% führen. Also das heißt, es kann auch funktionieren. So ist es nicht. Jetzt, welche weiteren Möglichkeiten haben wir denn, um auch hier dieses Quarantänisieren beispielsweise zu verbessern, wenn man jetzt immer in die Welt hinausblickt? Wer hat das gut gemacht? Vietnam, Taiwan, Hongkong, Südafrika beispielsweise haben das schon sehr früh erkannt. Ne, leben auf engem Raum, die Leute können sich nicht quarantänisieren, haben Angebote gemacht beispielsweise. Ich gehe jetzt gar nicht näher drauf ein. Japan, Australien haben sehr früh schon angefangen, nicht nur nach 48 Stunden zurückzugucken, sondern schon auch noch mehrere Schritte sozusagen, Infektionsschritte zurückzugehen. Und hier gerade Australien hat bis in die dritte Generation, Übertragungsgeneration zum Beispiel nach hinten geschaut. Dafür braucht man natürlich Personal, ist ganz klar. Und auch dieses Personal, das ist tatsächlich auch mal berechnet worden. Wie viel Personal braucht man eigentlich überhaupt, um so ein Contact Tracing effizient zu gestalten, auf 100.000 Leute jetzt mal in einer Bevölkerung? Da sehen Sie, man hat hier errechnet, das ist, was die Studie mal so errechnet hat, man sagte 30 auf 100.000. Wie sah es denn de facto aus? Also de facto sah es aus, dass es zum Beispiel hier Washington DC hatte sehr viele. England war wohl ganz gut dabei. In Deutschland schätzt das RKI, dass wir da eigentlich auch nicht so schlecht waren mit 25. Aber Sie sehen hier einen Bundesstaat in den USA mit nur 2, Taiwan auch mit 2,5. Also ganz unterschiedlich. Aber tatsächlich ist es mal berechnet worden. Jetzt gibt es noch eine wichtige Komponente beim Contact Tracing. Und da, bevor ich die erkläre, erkläre ich Ihnen noch mal ganz kurz das Super-Spreading-Event. Und zwar beruht es auf einer Studie, also diese Erkenntnis, also man kennt das schon lange, also Virologen kennen das schon lange. Das ist auch, hier sehen Sie eine ältere Publikation von 2005, da hat man mal geguckt, da gab es natürlich SARS-CoV-2 nicht, aber SARS-CoV-1 und hat mal verglichen. Hier unten auf der X-Achse sehen Sie den Anteil der infektiösen Fälle und hier oben aufgetragen den Anteil der Übertragungen. Und dann sehen Sie, dass nur 20% aller infizierten Menschen für mehr als 80% der Übertragungen verantwortlich waren bei SARS. Und dann sehen Sie aber auch, das trifft auch zu auf Masern, auf Windpocken etc. Gleichzeitig aber hat SARS damals, wenn Sie mit SARS infizieren waren, waren die Anzahl, wenn Sie das weitergegeben haben, relativ gering. Wenn Sie es jetzt zum Beispiel vergleichen mit Masern, da liegen wir fast bei 17, also einer kann dann 17 weitere infizieren. Wenn wir das vergleichen jetzt hier mit SARS-CoV-2, dann ist das ähnlich, also ungefähr 10% aller Infizierten sind verantwortlich für 80% und auch ein ähnlicher sogenannter R-Wert wie bei SARS. Wenn man das jetzt mal im Hinterkopf hat und weiß, dass es da so eine sogenannte Überdispersion gibt, also das heißt, nur wenige sind verantwortlich für viel, dann kann man sich überlegen, dass dieses sogenannte, das nennen wir Vorwärts-Tracing, also Vorwärtsverfolgen, unter Umständen gar nicht so effizient ist. Und das hat man auch tatsächlich mal modelliert an SARS-CoV-1, das ist eine Studie aus Singapur damals und da waren 73% der Patienten, konnte man tatsächlich ausrechnen, der Infizierten, muss es eigentlich genauer heißen, haben weniger als eine weitere Person angesteckt, aber 6% haben mehr als 8 infiziert. Also das ist
das, warum man jetzt sagt, okay, dann macht es doch vielleicht mehr Sinn, wenn ich jetzt einen Indexfall habe, zu schauen, wo hat der sich denn eigentlich angesteckt? Weil dann habe ich die Möglichkeit, auch weitere Infizierte, die in diesem Event tatsächlich zusammen waren, zu identifizieren. Also das nochmal, dieses sogenannte Backward Tracing oder das Rückwärts Tracing ist in diesem Populationskontext, wenn man natürlich auch die ganzen Mittel dazu hat und das wirklich schnell, effizient auch durchziehen kann, effizienter. Und zu dieser Effizienz und zu diesem Tracing, und wenn Sie jetzt nochmal dran denken, man ist jetzt schon infektiös bei SARS-CoV-2, auch wenn man noch keine Symptome hat, gibt es auch dazu jetzt eine sehr schöne Studie von unseren Kollegen von der Charité, die das nochmal systematisch aufgearbeitet haben, weil wie können wir überhaupt nur Infektiosität eigentlich in dem Sinne jetzt von der Laborseite her auch messen? Also Sie wissen alle, es gibt die Viruslast, man kann mit PCR, kann man die Viruslast bestimmen, aber ist diese Viruslast denn überhaupt eine Aussage für die Infektiosität? Also sind diese Viren denn tatsächlich auch so infektiös und vor allem auch bei diesen sogenannten präsymptomatischen oder asymptomatischen Patienten? Und die haben hier über 25.000 COVID-positive Patienten untersucht. Und zwar hatten sie aber zusätzlich neben den klassischen Hospitalisierten oder denen, die mit Symptomen dann zu Hause quarantinisiert beispielsweise waren, hat man nämlich jetzt auch eine Gruppe gehabt, und zwar diese präsymptomatischen, asymptomatischen und mildsymptomatischen. Und die hat man nämlich aus den Testzentren rekrutiert. Und jetzt sieht kompliziert aus, ist aber eigentlich gar nicht so kompliziert. Sie sehen hier unten die Altersgruppenverteilung und hier auf der Y-Achse jeweils die sogenannte Viruslast in logarithmisch aufgetragen. Und in Rot eben unsere, fokussieren wir uns einfach nur auf Rot und Blau, also Hospitalisierte versus diese präsymptomatischen. Und dann sehen Sie da schon ganz grob so ein unterschiedliches Muster. Und tatsächlich sehen Sie, dass diese sogenannten präsymptomatischen insgesamt, jeder einzelne Punkt ist ein einzelner positiver Test oder Individuum, insgesamt jünger waren und dass es bei diesen Jüngeren tatsächlich mehr hohe Viruslasten gab, im Gegensatz zu diesen Hospitalisierten, wo das eher gleich verteilt war. Hoch und niedrig war eher gleich verteilt. Und dann hat man noch was gemacht, nämlich jetzt, um diese Infektiosität auch ein bisschen besser zu ermessen. Man hat jetzt aus einigen, natürlich bei allen, weil das ist ein sehr aufwendiger Test, hat man dann diese Viren aus diesen verschiedenen Gruppen dann genommen, beziehungsweise diese Abstriche, und hat die mal in Zellkultur gegeben, hat geguckt, wie gut können die denn Zellen infizieren. Und tatsächlich ist es auch so, je höher die Viruslast bei diesen PAMs war, desto besser, desto wahrscheinlicher war es, dass man dieses Virus anzüchten konnte. Also man hat damit eigentlich eindeutig eine Korrelation zwischen Viruslast und aber auch der Infektiosität zum ersten Mal eigentlich herstellen können. Und das sind eigentlich auch die wichtigsten Take-Home-Messages für dann auch wieder dann die Leute, die in der Prävention arbeiten. Also hohe Viruslast bei dem prä- und asymptomatischen mit einer höheren Wahrscheinlichkeit, das Virus anzuzüchten. Das hat natürlich einen großen Einfluss auf die Verteilung der Infektion. Wenn Sie denken, präsymptomatisch kann man sogar noch besser infizieren, sind natürlich dann schwierig zu entdecken. Also, was muss ich dann im Umkehrschluss machen? Aha-Regeln, nichts Neues für Sie. Und aber auch ein ganz wichtiges Argument, denke ich, für die Vakzine. Und bevor ich jetzt an meine Kollegin übergebe, die Ihnen jetzt nochmal die Prävention im Krankenhaus nochmal näher bringt, hier nochmal, finde ich, ein ganz fantastische Case Study, die wir aufgearbeitet haben, auch nochmal von SARS-CoV-1. Da geht es schon in Richtung Krankenhaussetting. SARS-CoV-1 hat sich ja nicht so weit verbreitet, kam aber aus Südostasien dann in Kanada an. In zwei Städten, Vancouver, Toronto, beide ungefähr gleiche Ausgangspunkt, 3 bzw. 4 importierte Fälle, die ganz unterschiedlich gelaufen sind. Sie sehen, Vancouver im Krankenhaus hatte man gerade ein elektronisches Warnsystem eingerichtet, man hatte das Personal trainiert, man hatte gerade ein Audit gemacht, man hatte Präventionsmaßnahmen
implementiert. Ganz unabhängig tatsächlich damals von SARS-CoV-1. Das in Toronto ist das nicht passiert. Wozu hatte das geführt? Das hat dazu geführt, dass man erstmal auch in der Notaufnahme Vorhänge aufgehängt hat. Man hat schon sehr schnell dann die Patienten in sogenannte Unterdrückräume einzeln isoliert. Also da konnte sozusagen nichts rauskommen, weil da ein Unterdruck drin war. In Toronto sind die Patienten, hat es bis zu 21 Stunden gedauert, haben bis zu 18 Stunden in der Notaufnahme gelegen, bis sie dann in Einzelzimmer kamen. Das Personal hat nicht nur PPE-Training, also diese Masken etc., Kitteltraining gehabt, hat die auch getragen, diese FFP2 oder N95-Masken. Das war nicht der Fall in Toronto. Und Sie sehen den, also wirklich plakativer geht es gar nicht, den Outcome. Also das Resultat war 5 Fälle in Vancouver, 1 Todesfall, 247 Fälle in Toronto, 43 tot. Also das Prävention, denke ich, funktioniert. Das zeigt das an. Und jetzt nochmal kurz auch nochmal den Ausblick, was passiert jetzt gerade so auch auf der Makroebene in Deutschland in der Prävention. Die Universitätskliniken haben sich zusammengetan, haben ein Netzwerk der Universitätsmedizin gegründet, um eigentlich genau das, was wir jetzt alles lernen, jeder lernt, ja, jedes einzelne Universitätsklinikum hat unglaublich viel in den letzten 1,5 Jahren gelernt, hat Strategien entwickelt. Und jetzt geht es eigentlich darum, eigentlich das Ganze mal zusammenzuführen, um im Endeffekt ein sogenanntes evidenzgeleitetes Pandemie-Management zu generieren, was natürlich auch die Prävention, die klassische Krankenhaussituation, die Prävention im Krankenhaus mit beinhält. Koordiniert wird das Ganze eben durch verschiedene Universitätskliniken und die TU München ist selbstverständlich auch ein Teil davon. Damit schließe ich ab und übergebe an die Frau Dr. Wanzia, die jetzt, glaube ich, Ihnen ein paar wirklich sehr, sehr spannende Einblicke geben wird, wie wir jetzt hier unsere SARS-CoV-2-Pandemie gemanagt haben. Vielen Dank. Ja, guten Tag, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich fange jetzt mit dem zweiten Teil an. Vielen Dank auch für die nette Vorstellung. Also, there is no glory in prevention. Es gibt keinen Ruhm in der Prävention. Das hat Christian Drosten schon im Frühjahr letzten Jahres gesagt. Und das wissen natürlich viele, die in der Prävention von vielen Erkrankungen arbeiten im Gesundheitswesen und wir Krankenhaushygieniker wissen das alles sehr genau. Die Prävention von infektiösen Erkrankungen ist nämlich sozusagen unser Hauptberuf und wenn alles sehr gut läuft, dann sieht man uns nicht und dann arbeiten wir unauffällig im Hintergrund. Die Krankenhaushygieniker in Deutschland sind meistens Fachärzte auch für Mikrobiologie und die nach einem klinischen Jahr auch 4 Jahre Hygiene oder Labor gemacht haben. Und in Deutschland wird das alles über das Infektionsschutzgesetz geregelt, unsere Aufgaben. Und wenn man das mal zusammenfasst, sind die Aufgaben der Krankenhaushygieniker, wir sollen im Endeffekt den Patienten und nicht zu vergessen auch das Personal im Krankenhaus vor infektiösen Erkrankungen schützen. Dafür machen wir ein Hygiene- und Qualitätsmanagement. Wir entwickeln Standards und Prozesse und schauen uns genau an, wo auch Krankenhausinfektionen stattfinden können, analysieren die und arbeiten dann mit Maßnahmen dagegen. Wir monitoren auch alle hygienerelevanten Bereiche, Wasser, Luft, aber auch natürlich Sachen wie OP-Besteck oder auch andere Medizinprodukte. Ein wichtiger Punkt bei uns ist auch die Schulung von Personal. Das heißt,
man muss sozusagen diese Hygienestandards ja nicht nur entwickeln, sondern die müssen auch gewusst werden und das Personal muss wissen, wie es mit verschiedenen Situationen umzugehen hat. Und dazu gehört natürlich auch die Information und wir machen auch zum Beispiel, beraten wir die Krankenhäuser, auch wenn sie zum Beispiel eine neue Station bauen wollen oder ein Umbau erfolgt oder sowas, dass das alles hygienisch gut läuft. Im Endeffekt ist es so, dass ein Patient sozusagen von vielen Seiten bedroht wird im Krankenhaus. Einmal natürlich über die unbelebte Umgebung, zum Beispiel Essen, aber auch über Luft. Sie wissen jetzt alle schon den Unterschied von Tröpfcheninfektionen und Aerosol. Zum Beispiel Oberflächen können kontaminiert sein oder auch Gegenstände und Wasser kann natürlich auch kontaminiert sein. Auf der anderen Seite ist der Patient ja nicht allein im Krankenhaus. Es gibt Pflegekräfte, es gibt Ärzte, es gibt Physiotherapeuten, Besucher, Begleitpersonal und so weiter. Und all das kann natürlich zu einer Infektion beim Patienten führen. Und beim Patienten muss man natürlich besonders vorsichtig sein. Der ist in der Regel erkrankt, vielleicht älter und gebrechlich. Das Immunsystem ist nicht so gut. Und somit ist er natürlich viel anfälliger für Infektionen. Und deswegen muss im Krankenhaus auch die Luft ein bisschen sauberer sein. Alle Oberflächen müssen sauberer sein. Und die Prozesse müssen natürlich deutlich hygienischer sein, als das zum Beispiel zu Hause ist. So, jetzt möchte ich Sie nochmal emotional ein bisschen zurücknehmen in das Frühjahr 2020. Sie können sich vielleicht erinnern, die Straßen waren leergefegt, die Plätze leer, Geschäfte geschlossen. Genau. Und wenn ich mit dem Fahrrad ins Herzzentrum gefahren bin, hoppelten die Häschen über den Königsplatz. Also es war schon eine sehr besondere Situation. Und während eine Hälfte der Bevölkerung ihre Fotos sortiert haben und den Keller aufgeräumt haben, waren wir also sehr beschäftigt in den Krankenhäusern, um uns sozusagen auf die Pandemie vorzubereiten und einfach alle Vorkehrungen zu treffen, damit das gut funktioniert. Und da ist es so, dass natürlich bei SARS-CoV-2 nur manche Sachen in Frage kommen, der Bedrohung sozusagen von auswärts. Einmal die Luft, das wissen Sie alle, Tröpfchen, Aerosole. Die Oberflächen können auch eine Rolle spielen. Und natürlich aber vor allem auch die Menschen, die zu einer Infektion beim Patienten führen können. Und natürlich ist auch der Patient, wenn er mit SARS-CoV-2 infiziert ist, infektiös. Und somit können sich natürlich auch das Personal im Krankenhaus damit anstecken. So viel war schon klar. Und ich möchte Ihnen jetzt nochmal erzählen, auf welchem Stand wir sozusagen waren, als die Pandemie anfing. Wir wussten schon einiges über SARS natürlich auch. Wir wussten schon, wie man jemanden mit einer infektiösen respiratorischen Erkrankung gut isolieren kann, wie das funktioniert. Das wussten wir von vielen anderen Erkrankungen. Wir wussten auch schon, wie man mit aerosolübertragenen Krankheiten umgeht, zum Beispiel Windpocken. Wir hatten Erfahrung mit Influenza, Tuberkulosis und Ebola zum Beispiel. Da haben wir uns einige Jahre vorher, als der Ebola-Ausbruch in Westafrika war, das hat das gesamte Haus darauf vorbereitet, dass möglicherweise auch diese Fälle zu uns kommen könnten. Und da gibt es schon, ist schon viel vorbereitet. Da gibt es Dokumente, wie kommt der Patient rein, wenn er Verdacht auf Ebola hat, was passiert, was gibt es für Schutzausrüstung und so weiter. Das heißt, wir haben schon ganz viel auch vorbereitet gehabt. Die persönliche Schutzausrüstung, das ist ein ganz wichtiger Faktor, dass man auch weiß, wie man sie benutzt. Und das war auch schon mit den meisten Mitarbeitern im Krankenhaus trainiert worden. Wir wussten auch natürlich schon einiges, auch was Professor Da Costa schon erzählt hat, über die Verbreitung und auch dieses Superspreading von den Viren. Und was sicherlich auch ein wichtiger Faktor ist, wir wussten schon, wie man so mit Ausbruchssituationen umgeht. Die haben wir auch gelegentlich im Krankenhaus, zum Beispiel mit multiresistenten Keimen oder manchmal auch mit Durchfallerregern. Da kommen wir auf die Station und dann wissen wir sofort, die Infizierten dahin, die anderen nicht, die Schutzmaßnahmen und so weiter. Das sind Sachen, die lange eingeübt sind. Aber bei der Pandemie war natürlich auch vieles neu und auch für uns. Und manche Sachen, die wir nicht so wussten, ist, wie geht man denn mit so einer Pandemie um, dass auf einmal auch alle auch im persönlichen Leben affektiert. Das heißt, auf einmal sitzen von der Ärztin die Kinder zu Hause und gehen nicht mehr in die Schule oder
Der öffentliche Nahverkehr ist vielleicht gar nicht mehr sicher. Alle sind sehr beunruhigt und auch ängstlich und haben vielleicht auch persönlich Angst, sich zu infizieren. Und das war sicherlich was Neues so in dem Ausmaß. Was wir auch so nicht kannten, ist so dieser Ressourcenmangel. Es gibt immer mal wieder Lieferengpässe, natürlich auch bei medizinischen Produkten. Aber diese Situation, die wir da zu Anfang hatten, war einfach neu für uns und das mussten wir neu lernen, wie man damit gut umgeht. Und dann ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, das kam bisher ja auch immer vor, die Kommunikation von auch sich verändernden Regeln. Was ist eine Kontaktperson ersten und zweiten Grades? Das muss man nicht nur festlegen, sondern das muss man natürlich auch dafür sorgen, dass das wirklich auch jeder im ganzen Krankenhaus weiß. Und das ist schon eine ganz schöne Herausforderung. Und dann natürlich dieses Kontakttracing, das wurde ja gerade schon vorgestellt. Das ist natürlich sonst so nicht durchgeführt worden. Und das haben wir auch gelernt, wie wir das am effektivsten durchführen können. Wie ist das mit Sachen, wenn man sich noch nicht so gut auskennt und bei neuen Sachen am besten, man bildet ein Team. Und das wurde ja auch gemacht, das ist ganz interdisziplinär. Jetzt nur beispielsweise sind da natürlich auch die Hygiene ist vertreten, die Infektiologie, die Virologie, dann natürlich auch die Verwaltung und die Technik, die Betriebsmedizin und ganz wichtig natürlich auch das Personal, das den meisten Kontakt hatte, auch mit Covid-Patienten auf den Stationen und in der Notaufnahme. Und so sozusagen im Zusammenschluss von allen konnten wir auch gemeinsam vieles festlegen und sozusagen unseren Aufgaben nachkommen. Die Aufgabe des Expertenteams war dann auch, das Klinikmanagement sozusagen zu beraten, die ganzen Dokumente zu erstellen und kontinuierlich diese Patientensituation auch zu evaluieren. Sie wissen ja, die Pandemie kam in Wellen. Das heißt, wir mussten dann manchmal wieder mehr Stationen bauen, dann irgendwann wieder weniger und so weiter. Und das ist sozusagen eine kontinuierliche Arbeit gewesen. Hier habe ich nochmal die Hotline genannt. Die war sicherlich ein ganz wichtiger Punkt, dass jeder auch wusste, an wen kann er sich wenden, wenn er eine Frage hat oder wenn etwas nicht ganz klar ist. Wir haben natürlich auf den Stationen gesprochen und sehr viele Schulungen durchgeführt. Im Rechts der Isar sind allein zu Anfang der Pandemie 85 Schulungen durchgeführt worden und im Deutschen Herzzentrum waren es 41. Also da waren wir wirklich sehr aktiv. Das haben wir auch geschult. Das ist die persönliche Schutzausrüstung. Das ist jetzt ein Bild aus dem Herzzentrum, das Covid-Team sozusagen in Erwartung eines Patienten. Und das wissen Sie sicherlich jetzt alle, was gehört zur Schutzausrüstung. Die Maske natürlich, FFP2 oder FFP3, dann natürlich die Schutzbrillen oder auch das Visier, Handschuhe, gerne auch doppelt, ein langärmiger Schutzkittel und dann noch Schürzen im direkten Kontakt mit den Patienten. Genau, aber zu Anfang, ich habe es schon erwähnt, war das mit den Masken so eine Sache. Es war nicht so einfach. Wir hatten eigentlich immer genügend Masken dort, sodass wir alle versorgen konnten, aber es war sicherlich knapp und gerade, glaube ich, auch im niedergelassenen Bereich war das manchmal ganz schön schwierig, genügend Masken zu haben und in gewisser Weise war es wirklich dann eine Materialschlacht mit knapp werdendem Material. Und da muss man nochmal denken, das ist dann nachher viel in die Kritik gekommen, aber wir waren eigentlich sehr dankbar über die Lieferung von den Behörden, über das THW, die uns wirklich auch großzügig mit Masken und auch den Desinfektionsmittel versorgt haben. Diese Masken waren natürlich auch immer von unterschiedlicher Qualität, die man dann bekam. Und das wollte ich Ihnen auch noch mal kurz zeigen. Zum Beispiel diese Maske, die war jetzt ganz okay, aber die heißt VIP. Die haben wir alle immer noch nie vorher gesehen. Wir mussten also quasi so unbekannte Hersteller auch evaluieren und ob die dann wirklich VIP-tauglich war oder nicht, mussten wir testen, ob das Zertifikat echt war oder nicht. Und die sahen im Endeffekt auch alle natürlich sehr unterschiedlich aus. Neben der Qualität der Maske ist extrem wichtig auch, wie die Maske getragen wird. Und hier können wir Ihnen nochmal eine Fotoserie zeigen, wie die Maske richtig aufgesetzt wird. Ganz wichtig, das Anpressen hier und nachher auch die Überprüfung, sitzt sie wirklich dicht? Ne? Und man muss sagen,
dass so eine richtig dicht sitzende Maske auf einer Covid-Station hat natürlich wenig damit zu tun, wie hier im öffentlichen Nahverkehr diese Kaffeefilter getragen werden, ne? Sondern das ist einfach, die sitzt wirklich dicht und man merkt das auch wirklich am Atmen, dass es anstrengend ist. Genau, weil wir immer nicht ganz genau wussten, ob wir auch in Zukunft genug Masken haben, haben wir die natürlich, sobald es dann auch ging, testen lassen und auch versucht, die wieder aufzubereiten. Da gab es dann verschiedene Protokolle und ich wollte Ihnen das nur noch mal zeigen. Wir haben die zum Beispiel sterilisiert, die Masken. Und wie Sie da auf der rechten Seite sehen, haben das nicht alle Masken gleich gut toleriert. Das heißt, die Masken haben sich da auch verformt und wir haben die dann wieder getestet. Und in diesem Bereich zum Beispiel oder in diesem Beispiel sind die Masken dann deutlich schlechter gewesen nach Sterilisierung. Das heißt, das war schon mal nichts, was wir durchführen konnten. Genau. In Bezug auf die Masken möchte ich nochmal sagen, dass die Masken ja quasi alle importiert wurden und ich jetzt ganz froh bin, dass es so ein Netzwerkprojekt gibt, wo wir auch von der Mikrobiologie beteiligt sind, die Frau Professor Da Costa auch, und zwar zusammen mit dem Stuhl für Circular Economy, der TUM und der LMU, wurde so ein Projekt entwickelt, dass man diese Masken auch lokal und nachhaltig hier produzieren kann. Genau, nicht nur Masken waren knapp, sondern auch Händedesinfektionsmittel. Da gab es dann Protokolle und auch was Neues wurde jetzt hier in der Apotheke selber hergestellt oder abgefüllt. Und das Klinikum rechts der Isar hat zum Beispiel über 13.000 Flaschen Händedesinfektionsmittel hergestellt. Und das ist wirklich schon eine sehr gute Leistung. Zum Teil ist der Alkohol auch gespendet worden aus der Industrie und den Brauereien und so weiter. Das war manchmal wirklich ganz interessant, was passiert ist. Nochmal eine ganz kurze Übersicht. Die Artikel waren nicht nur knapp, sie waren auch sehr, sehr teuer. Das ist die Sana-Klinik mal zusammengestellt und man kann ja auch recht sehen, dass sonst diese Schutzausrüstung wirklich Centware war und nachher wirklich unglaublich teuer und man musste meistens auch ganz schnell sein und man hat ein Angebot gekriegt für eine Stunde, für 10.000 Kittel und so weiter. Das war schon ein bisschen abenteuerlich, aber das hat sich ja glücklicherweise alles etwas gelegt. Wir mussten auch ein bisschen reagieren, indem wir auch zum Beispiel die Maskentragedauer und so weiter etwas verlängert haben. Und wir hatten zwar auch bei der Beatmungszubehör ein bisschen Probleme, das zu bekommen, aber erfreulicherweise mussten wir hier nie wirklich einen Patienten abweisen oder konnten ihn nicht beatmen, sodass das alles nicht stattgefunden hat. Genau, jetzt möchte ich Ihnen noch zwei Sachen zeigen, die uns so ein bisschen zu Detektivarbeit animiert hat. Das ist einmal das Contact Tracing, das hat Frau Da Costa ja schon vorgestellt. Und das ist natürlich im Krankenhaus nochmal besonders anspruchsvoll, weil wenn sozusagen in der Bevölkerung 20% aller Kontakte irgendwie verpasst werden, ist das natürlich im Krankenhaus nicht akzeptabel. Das heißt, da müssen Sie ganz, ganz genau nachgucken, wer hatte Kontakt, wer hat den Patienten gepflegt, was hatte der für eine Schutzausrüstung, was ist da genau passiert. Und hier möchte ich nur einmal ganz kurz so einen Beratungsalgorithmus vorstellen für unsere Mitarbeiter, der auch kompliziert aussieht und auch kompliziert ist und einfach nochmal den Mitarbeiter leiten soll. Hat er einen beruflichen Kontakt gehabt in der Arbeit oder einen privaten Kontakt? Wie lange war er mit der Person im Raum und so weiter? Diese ganzen Sachen werden da abgefragt. Und das musste sozusagen natürlich auch alles noch implementiert werden, dass auch jeder genau wusste, was er zu tun hat. Der zweite Bereich ist so ein bisschen das Clustermanagement. Das ist ein bisschen vornehm für Ausbruchsmanagement. Und dazu möchte ich Ihnen noch eine andere Folie zeigen, um damit zu beginnen. Das ist das Präventionsparadox. Es geht einfach hier um eine Infektionskrankheit zum Beispiel, die sich hier weiter ausbreitet. Sie sehen, das ist hier die rote Kurve, die wird exponentiell immer mehr, immer mehr, immer mehr. Genau. Und wenn man jetzt Präventionsmaßnahmen ergreift oder Vorsorgeuntersuchungen oder sowas, das ist auf viele Sachen übertragbar, dann kann man diese Kurve sozusagen etwas runterdrücken. Und Sie können sich erinnern, flatten the curve, das war immer die Aussage, das sollten wir alle schaffen.
Ne? Und das heißt, man hat hier natürlich zu Anfang der Pandemie sehr viele Präventionsmaßnahmen ergriffen. Sie wissen, es gab einen Lockdown, es war alles zu, Elektivmaßnahmen im Krankenhaus waren nicht mehr erlaubt und so weiter. Und dann kann man schon sagen, dass das ganz gut funktioniert hat im Krankenhaus und dass das einen gewissen Effekt erzielt hat. Wir von der Hygiene und viele andere haben natürlich immer gesagt, aufpassen, aufpassen, wir müssen weitermachen, wir müssen besser werden und so weiter. Und wenn man dann sozusagen so ein gutes Ziel erreicht hat und die Infektion wirklich runterdrücken kann, dann besteht immer ein bisschen die Gefahr, dass im Nachhinein gesagt wird, naja, war ja gar nicht so wild, war doch gar nicht so schlimm. Wir hatten gar keine Überlastung vom Krankenhaussystem und es hat doch prima geklappt. Und das ist so ein bisschen immer die Gefahr, dass eine sehr gute Prävention sieht dann nachher so aus, als gäbe, hätte es sozusagen diese Bedrohung nicht gegeben. Und das mag vielleicht auch einen kleinen Anteil mit daran genommen haben, dass die zweite Welle bei uns im letzten Winter ja doch sehr groß war, dass die erste Welle, das hatte wirklich gut funktioniert. Wir hatten die Sachen gut im Griff. Und dann hatten wir aber im Herbst doch eine deutliche Belastung des Gesundheitssystems. Es war sicherlich keine Überlastung, aber es war sicherlich an der Grenze und es war sehr, sehr, sehr anstrengend für sehr viele Leute, das sozusagen alles gut hinzukriegen. Genau. Und natürlich können auch so Cluster oder auch Ausbrüche im Krankenhaus entstehen und es gibt kein Krankenhaus, das das nicht hatte. Man muss einfach lernen, damit umzugehen und schnell und gut zu reagieren. Hier ist ein Ausbruch, den habe ich Ihnen rechts dargestellt. Der ist von Kollegen aus Westdeutschland, also nicht von uns, publiziert worden und ist noch aus dem Frühjahr. Und einfach mal, um sich mal diese Dynamik anzuschauen. Sie haben hier zu Anfang einen infizierten Patienten und am nächsten Tag einen infizierten Mitarbeiter. Gut, der Patient kommt auf die Covid-Station, der Mitarbeiter wird nach Hause geschickt und so, aber da ist schon ganz viel passiert. Und dann haben Sie direkt zwei Tage später, einen Tag später, eine ganze Menge Infizierte. Und da müssen Sie unglaublich schnell sein und sehr, sehr gut aufpassen, wer da Kontakt mit wem hatte und was da genau passiert ist. Und das ist sicherlich eine große Herausforderung gewesen, auch so an das Hygienemanagement. Und diese Ausbrüche sind passiert. Es sind doch mittlerweile insgesamt über 32.000 Personen, die sich im Rahmen von Krankenhausausbrüchen infiziert haben. Und man hat ja vor allem in der zweiten Welle immer noch keine Geimpften. Mitarbeiter und natürlich auch ein belastetes Gesundheitssystem. In USA und UK haben sie ausgerechnet, dass das Risiko für Mitarbeiter im Gesundheitswesen etwa 3- bis 4-mal so hoch war, sich anzustecken, als für die Normalbevölkerung und natürlich auf den Covid-Stationen auch noch etwas höher. Und deswegen muss ich auch sagen, ist mein großer Respekt auch für alle, die in der Zeit wirklich jeden Tag auf den Covid-Stationen gearbeitet haben und auch sozusagen ihre persönliche Gesundheit mitriskiert haben, um die Patienten zu versorgen. Genau, also bei diesen Ausbrüchen ist natürlich auch wichtig, dass man das systematisch angeht, dass man genau guckt, wer ist hier asymptomatisch infiziert. Man muss viele Mitarbeiter screenen, man muss die Patienten screenen, man muss genau gucken, wer ist infiziert, wer hatte mit wem Kontakt und so weiter. Und das nimmt so einige Zeit in Anspruch. Und natürlich muss man neben dem Vorwärts-Tracing auch immer das Backward-Tracing genau beobachten, nämlich hat sich der Patient vielleicht auch im Krankenhaus angesteckt und wenn ja, an wem und so weiter. Und das musste alles genau überprüft werden. Und das waren aufwendige Überprüfungen und Sachen, aber das hat sich sicherlich sehr gelohnt, weil wir insgesamt auch sehr gut durchgekommen sind durch die Pandemie. Und da komme ich schon langsam zum Ende. Das möchte ich Ihnen nochmal zeigen. Das ist aus der ersten Welle vom rechts der Isar. Sie sehen hier in der blauen Linie die positiven PCRs beim Personal, also die infizierten Mitarbeiter. Und da können Sie sehen, dass auch durch die Vielzahl an Präventionsmaßnahmen, zum Beispiel medizinische Masken erst nur für das klinische Personal, später für alle, dann ab April auch für alle Patienten gab es Masken. Die Besucher wurden minimiert oder auch zum Teil ganz verboten und Elektiv-OPs wurden drastisch reduziert. Und damit konnten wir wirklich auch
die Kurve hier ganz gut wieder runterkriegen und können eigentlich sagen, dass es insgesamt sehr gut funktioniert hat. Genau, jetzt, um das nochmal zusammenzufassen, denke ich, dass Sie jetzt einiges auch mitbekommen haben über Pandemien, auch im historischen Kontext und dann auch über die neueren Pandemien. Wir haben viel natürlich auch über Transmission gesprochen und über Präventionsmaßnahmen. Und ich hoffe, ich konnte Ihnen noch einen kleinen Einblick geben in die Arbeit in den Krankenhäusern, die ja doch dann auch eine ganz besondere war in der Zeit. Und dann möchte ich noch mit einem gemeinsamen Appell von Frau Professor Da Costa und mir enden, nämlich die beste Prävention, die man machen kann, ist im Moment die Vaccinierung. Und wir sind wirklich sehr bestürzt einfach, dass Deutschland da doch mit das Schlusslicht in Europa bildet bei den Vaccinierungen. Und das ist wirklich was, was uns natürlich auch sehr betrifft, weil ich glaube, so eine belastende Situation, wie es im letzten Winter war, würde fürs Gesundheitswesen jetzt oder ist kaum vorstellbar, das nochmal zu machen. Und deswegen ist es, glaube ich, für uns auch nicht so verständlich, warum sich nicht einfach alle impfen lassen. Und wir möchten deswegen nochmal an Sie alle appellieren. Ich nehme an, dass Sie alle geimpft sind, wenn Sie sich für die Thematik interessieren, dass Sie vielleicht einfach im Freundes- und Bekanntenkreis einfach noch mehr auch für die Impfung werben, vielleicht auch die Leute ansprechen, weil das ist das Beste, was wir im Moment tun können. Und wenn wir dann wieder hohe Zahlen haben, dann die Prävention im Krankenhaus zu machen, sollte nur der zweite Schritt sein. Genau, und damit möchte ich meine Talk-Seite beenden und freue mich noch auf Fragen. Ja, liebe Frau Wanzia, liebe Clarissa, ganz herzlichen Dank für eure beiden tollen Vorträge. Also ich habe sehr viel gelernt, auch wenn ich Medizinerin bin von euch beiden. Und ich glaube, was unsere Zuschauer und Zuschauerinnen auch gelernt haben, wie wichtig es ist, dass es solche Ärzte und Ärztinnen gibt wie euch, die sich darum kümmert, dass die Infektion nicht weiter ausgebreitet, sich ausbreitet und sozusagen die Kurve abflacht mit den Infektionsraten. Und ich finde schon, dass euch da Ruhm und Ehre zusteht. Und denn die beste Infektion ist nämlich keine Infektion. Ja. Das muss man schon ganz klar sagen. Ja, vielen Dank. Es ist natürlich immer eine totale Gemeinschaftsarbeit. Das ist natürlich klar. Ne? Das ist jetzt nicht unser Verdienst alleine gewesen. Nein, aber ein wichtiger Teil der Bekämpfung in der Pandemie ist natürlich, solche Expertinnen wie euch in den Teams zu haben, die ihr Wissen einbringen, wie man Pandemien begegnet oder wie man Infektionsausbrüchen begegnet. Und natürlich haben wir das im Krankenhaus mal öfters, also dass sowas passiert. Aber nichtsdestotrotz brauchen wir Expertinnen wie euch. Gut, ich habe eine ganze Menge Fragen, aber wir werden Zeit haben, denke ich, schon nochmal, würde ich sagen, für die ein oder andere wichtige Frage. Und ich glaube, eine ganz wichtige Frage ist es an euch beide vielleicht. Ihr habt ja beide eigentlich gezeigt, dass es wichtig ist oder eine der wichtigsten Präventionsmaßnahmen ist die Impfung. Und Sie haben es auch am Schluss angesprochen, Deutschland ist ja nun nicht dafür bekannt, dass es eine hohe Impfquote hat. Es gibt ja regionale Unterschiede, also Bremen zum Beispiel, da glaube ich sind über 70% der Menschen geimpft. Aber wenn man jetzt nach Sachsen oder Sachsen-Anhalt schaut, sind es nur etwa mehr wie die Hälfte. Da gibt es schon auch ja regionale Unterschiede. Was könnte man denn aus eurer Sicht machen, um diese Impfskeptiker zu überzeugen? Oder was kann ein Zuschauer, eine Zuschauerin denn tun im Bekanntenkreis? Oder gibt es da überhaupt Möglichkeiten? Kann man die denn überhaupt überzeugen? Oder was glaubt ihr denn? Oder was habt ihr da für Tipps? Ich glaube, es gibt, ich glaube, Deutschland muss insgesamt einfach noch sehr viel machen. Und wir haben uns auch jetzt im Kolleginnenkreis
darüber unterhalten, dass auch in vielen anderen Ländern im Ausland die Impfung überall plakatiert ist, immer im Radio und so weiter kommt und sehr viel präsenter auch ist und auch diese Impfstationen. Und in Deutschland musste man doch, um sich impfen zu lassen, immer doch einen gewissen Angang machen, sich irgendwo anmelden, online einen Termin vereinbaren und so weiter. Und die Länder, die das so ganz niedrigschwellig gemacht haben, die nicht gesagt haben, so, du darfst jetzt impfen, sondern zack, du kommst jetzt nächsten Freitag mal um 9 Uhr dahin und so weiter, dann die sind schon etwas besser gefahren. Aber es ist natürlich ganz, ganz vielschichtig und es hat sicherlich viele Ursachen. So richtige Impfgegner kann man sicherlich nicht so ohne weiteres bekehren. Wie hoch sind denn die eurer Meinung nach, die man nicht bekehren kann? Ich habe mal eine Zahl gehört von etwa 20%. Ist das richtig? Ich glaube, es ist ein bisschen weniger. Ja, die Skeptiker, die kann man immer noch überzeugen. Und dann gibt es ja die wirklich Leugner eigentlich. Ne? Und das ist, ich glaube, das ist schon tatsächlich dann auch noch weniger als 5% oder so in dem Bereich liegen wir. Und ich glaube, also was mir noch dazu einfallen würde, ist wirklich, also da, das ist mehr so von der Informationsseite her. Zum Beispiel, warum geben wir nicht endlich unsere auch Inzidenzzahlen geteilt, segregiert nach vakziniert und nicht vakziniert an. Ja? Ja. Also ich meine, wir können ja nur sagen, ich meine, auf den Intensivstationen und eigentlich zum großen Teil auch auf den Normalstationen liegen ja die Nicht-Geimpften. Ja? Ich meine, es gibt natürlich dann auch die drakonischeren Maßnahmen, die man natürlich, es gibt eine Impfpflicht, die immer noch, die natürlich diskutiert werden muss. Sie muss diskutiert werden, wie man sich entscheidet. Das ist natürlich eine auf der politischen Ebene zu treffen. Man kann ja nur sagen, die Impfung funktioniert und sie funktioniert auch noch nach einem Jahr. Ja? Also ich meine, das ist auch ganz wichtig nochmal zu transportieren, dass sie lange anhält, auch wenn Antikörper langsam abflachen. Wir haben eine T-Zell-Immunität, die uns wirklich gut schützt. Und ja, also es ist, glaube ich, schon auch, also ich meine, wir haben uns gerade vor diesem Vortrag nochmal unterhalten, die Nina und ich, und eigentlich auch uns gedacht, ja, wir haben jetzt eine Impfwoche, ja, und ich habe ehrlich gesagt diese Impfwoche erst eigentlich letztendlich am Sonntagabend, Montag mitbekommen. Ja? Also sie wird gar nicht so groß angekündigt. Also wir haben Impfwoche, aber wo ist die Information? Ja? Also vielleicht brauchen wir diese Information natürlich nicht, aber ich frage mich, also eben das Thema, wie bringt man die Information unter die Menschen und vor allem, wie nimmt man alle mit? Also eher mit positiv bestätigenden Aufforderungen. Nicht mit erstmal, ne, wenn du dich nicht impfen lässt, dann wird dann natürlich, klar, das Thema wird kommen oder es wird auch umgesetzt werden, dass die Ungeimpften dann, dass die Lohnfortzahlung in der Quarantäne ja nicht mehr sein wird. Ja? Das ist natürlich, schafft auch Anreize. Ja, es gibt ja einige, genau, die damit arbeiten, mit Verboten. Ich weiß auch nicht, ob das gut ist, aber ich habe jetzt kürzlich in der Zeitung gelesen, ein Gastwirt aus Berlin, der hat die 1G-Regel eingeführt, der sagt, wer mir Party machen will, der muss geimpft sein. Ja, ist eine Maßnahme. Oder eben jetzt auch auf politischer Ebene wird ja genau das, was du gesagt hast, diskutiert, dass die Menschen, die dann die in Quarantäne müssen, wegen, was weiß ich, weil sie irgendwo im Hochrisikogebiet waren oder weil sie Kontakt hatten zu einer Person, dass die dann eben keine Lohnfortzahlung mehr bekommen sollen. Ja, ich meine, die Lohnfortzahlungen, die zahlen halt die Allgemeinheit. Genauso jetzt ab 1. Oktober muss man seine Tests selber bezahlen. Ne? Also das sind lauter so Dinge. In der Schweiz, fand ich jetzt auch heftig, in Zürich gerade, im Kanton Zürich, ich weiß es, weil mein Mann dort lebt, dort ist die Impfquote auch erschreckend niedrig mit 53%. Und die Intensivstationen laufen voll mit 20- bis 50-jährigen ungeimpften Menschen. Und die haben ihre Kapazität schon von 80% dort erreicht. Und der zuständige Gesundheitssenator, der sagt, ich hoffe nur, dass die Personen, die jetzt da die Intensivstationen vorlegen mit Corona-Infektion, mit Covid-19 sozusagen,
dass die dann auch darauf verzichten, beatmet zu werden, weil irgendwann kommen wir jetzt an unsere Grenzen. Also, naja, es ist eine drastische Forderung, aber irgendwo sieht man, dass das eben so sein kann. Und das ist nicht irgendwo in Afrika, sondern das ist um die Ecke hier mitten in Europa, in einer Großstadt, die immer konkurriert. Zürich und München konkurrieren ja immer um die zwei beliebtesten und sichersten Städte in Europa. Also das finde ich dann schon irgendwo erschreckend. Wenn man sich nicht impfen lässt, dann sieht man eben, dass es eben auch jüngere Menschen erwischen kann und dass die eben auch auf der Intensivstation landen können. Genau, und wenn sich es dann so massiv verbreitet, weil eben Delta infektiöser ist und man hat eben, dann verbreitet sich es einfach schnell, dann akkumulieren die sozusagen. Ne? Also dann hat man die plötzlich auf einmal dann da. Ne? Also ja. Genau so ist es auch. Und das sehen wir ja auch jetzt schon bei uns. Ne? Also so ist es nicht. Und noch ein letztes Wort dazu. Und ich meine, Hamburg hat ja reagiert und hat die 2G-Regel eingeführt. Ne? Also jetzt kannst du nur noch geimpft, getestet und dann kannst du ins Restaurant oder in die Kneipe oder aufs Konzert gehen. Ne? Geimpft und genesen. Geimpft und genesen. Also Test geht nicht mehr. Ja? Also das genau. Schafft hoffentlich auch einen positiven Anreiz, auch vielleicht unter den jüngeren Leuten, damit sie wieder irgendwie feiern gehen können. Aber vielleicht noch ein paar andere. Du hast in deinem Vortrag ganz tolle Daten gezeigt. Und du hast auch gezeigt, dass vergleichbar die spanische Grippe, die fing ja 1918 an, wenn ich mir das richtig gemerkt habe, und war dann 1920 auf einmal fertig. Warum hörte denn das so plötzlich auf? Ja, ich meine, das ist eine gute Frage. Und das ist letztendlich, wird angenommen, dass das wirklich geendet hat, weil die Bevölkerungen immun waren. Also man hat so eine massive Verbreitung gehabt und es kam zu einer Herdenimmunität, einer damals eben natürlich entstehenden Herdenimmunität. Das ist eigentlich die derzeit geendet. Also nicht durch Impfung, sondern durch, durch Leben der Erkrankung. Okay. Und dann hast du auch noch Zahlen gezeigt, dass die Todesraten an Covid-19-Infektionen auf der Welt so unterschiedlich waren oder sind und in Afrika gar nicht mal so hoch waren wie zum Beispiel in Mexiko. Ja. Was sind denn da die Gründe? Also uns hat das bei der Vorbereitung dieses Talks eben auch sehr erstaunt und letztendlich haben wir dann auch nach Literatur geschaut. Also wie erklären sich denn jetzt das zum Beispiel auch die mexikanischen Wissenschaftler? Und man kann es ja nicht beweisen, man kann ja jetzt nur Hypothesen aufstellen. Und eines schon, also die Bevölkerung selbst, die mexikanische, hat natürlich, es gibt hohe Raten von Fettleibigkeit, von Diabetes, also diesen Kofaktoren, die ja zu diesen schweren Verläufen führen. Und auch schon in jungen Jahren, also die haben ja eine irre hohe Diabetesrate schon bei Kindern. Also das ist wirklich unglaublich. Also die, also im Prinzip diese Kofaktoren, wenn die sehr hoch prävalent sind, hat natürlich jetzt eine Auswirkung auf diese Todesrate. Ne? Und sag mal, ihr zwei Expertinnen, was natürlich die Leute auch immer interessiert, wo kommt denn jetzt das Virus her? Da wird ja immer wieder kommen mal Zeitungsartikel, es kommt jetzt doch aus dem Labor oder bleibt es bei der Fledermaus oder was sagt ihr beide dazu? Wahrscheinlich ist es die Frage, die muss man dem Christian Drosten stellen. Oder Frau Professor Protzer. Genau. Gut, aber er kennt euch dann doch mit der Literatur mehr aus. Wir hatten ja hier auch im Talk jemand aus der Gruppe der Experten, die WHO nach Wuhan geschickt hat. Der hat sich da rausgewunden, sage ich euch. Aber ihr zwei starken Frauen, was sagt ihr dazu? Genau, das war der Fabian Lehnertz, den hatten wir eingeladen. Der ist jetzt. Nee, also ich meine, letztendlich ist es tatsächlich so, also ich meine, es wurden ja also molekular diese Sequenzen wirklich sich sehr, sehr genau angeschaut und man hat versucht nachzuvollziehen, aufgrund dieser Sequenzen, ist es denn überhaupt möglich, ne? Also das in dem Sinne so herzustellen und eigentlich ist nach wie vor die Meinung die, dass es dass es zu einem Spillover-Event kam, also eigentlich spannend ist, wo war das denn dann, wenn dann, ja, also wir hatten ja damals auch diskutiert, also dieser
ne, aus einer Fledermaus-Population, aber eben nicht, vielleicht gar nicht unbedingt nur in China oder in China, sondern auch in den angrenzenden Staaten, in Nordvietnam. Und also mein letzter Stand, ich weiß nicht, Nina, wie es bei dir ist, ist, dass es wirklich höchstwahrscheinlich nicht aus dem Labor kommt. Und ja, da fange ich auch aus, ja. Okay, gut. Und vielleicht nochmal am Schluss, Frau Wanzia, Sie haben das ja sehr schön gezeigt, welche Aufgaben so die Krankenhaushygiene da alles hat und was da alles von abhängt. Und es gibt ja ganz viele Menschen, das hat jetzt gar nichts mit Corona zu tun, die kommen doch auch immer mit der Frage oder mit der Angst vor sogenannten Krankenhauskeimen. Könnten Sie dazu vielleicht noch ein Wort verlieren? Ich glaube, das könnte unsere Zuschauer auch interessieren, was das ist und wie man dem begegnen kann. Genau, also der Krankenhaus. Genau, also Krankenhauskeimen wird meistens gemeint, das sind so multiresistente Keime, die häufig bei einem übermäßigen Antibiotikaverbrauch oder sowas auch entstehen können und sich dann weiter selektionieren. Und da ist immer eine große Angst, dass man sich während eines Krankenhausaufenthalts sozusagen so einen Krankenhauskeim fängt und dadurch dann irgendwie eine schwere Infektion hat. Na, dazu muss man erstmal sagen, dass ganz viele andere, auch nicht resistente Keime natürlich Wundinfektionen und so weiter machen können. Und man ist nie ganz gefeit davor, auch eine Infektion zu bekommen im Krankenhaus. Das liegt einfach daran, ne, dass so eine OP zum Beispiel oder eine Beatmung oder sowas ist so auch so ein Eingriff in auch den gesamten Menschen und in das Immunsystem, dass es da auch unter besten hygienischen Superbedingungen zu einer Infektion kommen kann. Das heißt, ein beatmeter Patient kann einfach auch eine Pneumonie bekommen und ein operierter Mensch kann auch eine Wundinfektion bekommen. Das kann man nie zu 100% ausschließen, aber man kann das so minimieren, dass das nur sehr selten passiert und dass man sofort erkannt und dann auch therapieren kann. Erfreulicherweise gibt es in den letzten Jahren ein paar neue Antibiotika dazugekommen, die uns so ein bisschen Luft verschaffen, auch gerade im gramnegativen Bereich, so dass wir momentan die meisten oder fast alle dieser Keime auch gut therapieren können. Aber nochmal zur Erklärung, diese Krankenhauskeime entstehen ja nicht im Krankenhaus. Nein. Das ist ja immer das, was diesen Mythos wollte ich einfach nochmal hier ganz klar ausgeräumt haben. Nein, wir entstehen nicht im Krankenhaus, sondern... Dann werden diese multiresistenten Keime werden ja meistens von den Patienten mitgebracht, aber natürlich im Krankenhaus sind viele immungeschwächte Patienten, wie Sie gerade gesagt haben, und dadurch können die sich natürlich eher verbreiten. Genau, da muss man nochmal ein bisschen aufpassen. Aber da ist Licht am Himmel. Deswegen screenen wir. Mit ein bisschen. Mit neuen Medikamenten. Ja gut, also... Ich glaube, wir sind am Ende. Wir haben jetzt schon sehr lange gesprochen über das Thema, aber es war hochinteressant, ganz toll. Und ich danke Ihnen beiden, euch beiden, für diese tollen Vorträge, für diese klasse Diskussion. Und ich bin mir ganz sicher, dass dies eines der meistgesehenen Lectures wird auf unserem YouTube-Kanal. Bleibt gesund und alles Gute. Ciao. Vielen Dank. Tschüss. Ciao. Vielen Dank.